seit 97 sind sie beim Pullingsport dabei. Und ja, es war ihnen noch nie vergönnt, einen Pull zu gewinnen. Vielleicht klappt es hier heute mit dem neu aufgebauten Verkwerft. Aber bevor der vorfährt, kommt erst einmal das Hothead-Team. Hothead, der nächste Starter, macht sich dort hinten bereit. Chevy Power, gnadenlos, sag ich nur. Das ist die Devise vom Lokalmatador, der hier sicherlich viele, viele Fans hat. Daniel Bäumer mit seinem Gefährt und der Michael Wellmann aus Ost-Bewahn angereist. Chevy Power, Big Block, zwei für die deutsche Meisterschaft gewonnen. Sie gehören zu den ganz Großen in der Wien-Poller-Szene in Europa, die Jungs und vom Hothead-Team. Und der Chevy Big Block möchte hier heute den nächsten Sieg herbeisehnen. Wir lassen uns überraschen, ob das am Ende auch wirklich gelingt. In Ost-Bewahn vor den Toren Fürchtorf zu Hause, das Hothead-Team, der Lokal Matador, der nächste Starter. Das ist noch nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Beim Hothead, Pull abgebrochen. Der Lokalmatador, der nächste mit Problemen. Das ist bitter. Ich will einen Full Pull. Ja, ihr habt das verloren. Ich will euch im Finale sehen. Sie gehören zu den Stars der Szene. Und wir hoffen, dass sie das Sprintproblem in den Griff bekommen, dass sie gleich noch einmal wiederkommen. Haben wir einen aufrundenden Applaus für den Lokalmatador hier in der Arena. Die Mini-Polar-Klasse mit Hothead im ersten Lauf mit 30 Meter 06. Eine junge Dame aus dem Schwarzwald, die hier leider nicht ins Finale vorfahren konnte. 81 Meter 58, ihre Weite. Was macht der Hothead? Finale oder nicht? Das ist die große Frage. Sie sind skeptisch. Einer meiner Lieblingstraktoren in der Szene. Der Leitspruch steht vorne auf dem Blech. Ich habe ihn einmal verpasst. Chevy Power gnadenlos ist jetzt gefordert und verabschiedet mir hier die smarte junge Dame aus dem Kreislauf. Sie ist im Finale nicht dabei, aber sie hat hier einen fantastischen Auftritt hingelegt mit drei Pulls, mit dem Ghostbuster 1. Und wir hoffen, dass es beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser läuft für sie. Und jetzt kommt der Lokalmatador. 2000 Wettkampf-PS und das ist viel zu wenig für Daniel und Michael aus Ost-Bewahn. Beide sind mit ihrem Team angereist, um hier heute in Fürstorf den Saisonauftakt für sich zu entscheiden. Aber dafür müssen sie erst einmal einen Full-Pull haben. Das ist nicht der Lokalmatador, den wir uns wünschen. Hothead hier erneut mit Problemen am Gefährt. Das ist bitter. Was ist los mit meinem Lieblingstraktor in der Mini-Polar-Klasse? Zündungsprobleme. Wen haben wir noch? Ghostbuster. Das ist ja bitter. Der nächste Lokalmatador ist draußen. Auch hier wieder keine Finalteilnahme. Was machen wir da? Hoffentlich kriegen die Monster-Jungs den Green Monster für die 2,5-Tonnen-Klasse fertig, dass wir da eventuell noch
auf einen Sieg hoffen können und natürlich in der